Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Wir steigen gleich ins Spiel an. Ich habe natürlich einige Sachen noch zu sagen. Erstmal. So. Erstmal herzlichen Dank für alle, die die Videos geschaut haben bis jetzt. Ich wundere mich selbst, dass die 3D-Version dieser Videos so gut ankommt. Aber gut, offensichtlich ist 3D doch nicht so tot, wie jeder denkt. Zum anderen möchte ich mich auch auf das positive Feedback bedanken, die unter einigen Videos in den Kommentaren stehen. Und zum anderen möchte ich kurz darauf hinweisen, ich mache nicht Abo gegen Abo. Ich lösche die Kommentare einfach. Nur so ganz nebenbei für die, wo es sich wundern, warum einige Kommentare plötzlich gelöscht sind. Das waren Abo gegen Abo-Kommentare. Und sowas dulde ich auf meinem Kanal nicht. Genau. So. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt mehr oder weniger bereit, in Damaskus unsere Mission anzunehmen. Das werden die vier, sechs Stück sein. Ich hoffe inständig, dass wir doch das normale Gespräch triggern können mit unserem Verbindungsmann. Ich habe ja schon in einem der letzten oder in beiden Parts letztens gesagt, dass das der Bruder von dem Typen ist, den wir bedauerlicherweise im Tempel zurückgelassen haben, der von den Templern ermordet worden ist. Also, der ist nicht gut auf uns zu sprechen. Ich gebe es zurück, es ist nicht der Typ, wo ich dachte, der ist in irgendeinem anderen Dorf. Und die ganze Zeit dachte ich, der wäre in Damaskus, dass es gleich der erste ist. Aber der ist nicht hier. Der ist woanders da. So, also er hat zwar die drei Orte genannt, aber ihr seht schon, wir haben hier wesentlich mehr Punkte, wo wir agieren könnten. Ne? Aus dem Grund werden wir uns jetzt den Informanten der Herausforderung Eskorte widmen. So. Ja, das. Ja, ich habe seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Ich versuche ja etwas aktueller zu sein, was die Videos angeht. Und deswegen nehme ich dich jeden Tag auf. Gemeinheit. Okay.
Es ist übrigens interessant, dass ich da nicht weitergehen kann. Es ist ja nicht wirklich ein anderes Viertel. Ich finde es ja interessant, das Subjekt hat momentan keinen Zugriff auf diese Erinnerung. Ja, auch wenn ich es lustig finde, dass ich. So viel zu, ich habe ja noch letztens gelesen, Assassin's Creed 1 ist eines der ältesten Open-World-Spiele. Ja, so Open-World ist es dann doch nicht. Es ist halt lustig, wie zu kantig ist. Halt. Da ist die Informanten Herausforderung. Vielleicht ist er da oben. Ach, der ist da unten. Ich habe ihn gefunden. Dann werden wir uns mal dieser Informatik-Herausforderung stellen. Vielleicht merkt ihr das ja auch schon. Ich benutze mal wieder mein Wireless-Headset. Ja, ich lerne nie aus meinen Fehlern. Jetzt erwähne ich das doch schon wieder. Ihn sicher an das Ziel. Weiß ja nicht, wo das Ziel ist. Bin ja mal gespannt, ob das so leicht ist. Oh, super, jetzt muss ich gegen die kämpfen. Ah, bleib, geh down. Irgendwie funktioniert gerade die Steuerung nicht richtig, wenn ihr das seht. Synchronisation verloren, tot. Das hat auch nicht gerade so funktioniert, habe ich bemerkt. Er hat nur die Parierung gemacht, obwohl ich angegriffen habe. Okay. Also die Eskorte lief nicht so ganz. Da, das sollte er eigentlich machen. Ich hoffe mal, dass es. Ich weiß nicht. So, oberhalb zu laufen ist halt sicher, meines Erachtens nach. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich beim Informanten wieder sein. Und
Hoffe einfach mal, dass es diesmal besser klappt. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft. Müssen wir erstmal auf die versteckten Klingen. Vielleicht sind die ja besser dafür geeignet. Ja, ich krieg das nicht hin. Das Problem ist hierbei, dass er nur die eine Bewegung macht. Okay, ich hab's hingekriegt. Ich weiß, wie es geht, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Oh je. Ah, vielleicht hat er zuerst was an. Das ist übrigens blöd, dass er da oben spawnt. Ah gut, inzwischen wissen wir ja ungefähr, in welche Richtung wir gehen müssen. Okay, erstmal wieder. Da ich muss A gedrückt hat, genau. Das alles in der ersten Mission, die nicht ganz funktioniert. Ja, wieso wundert mich das alles dann wiederum nicht? Ja, beweg dich. Da ist es, ist, guck mal, ist, ich drücke einfach geradeaus. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal funktioniert. Ah, na also. Geht doch. Oh Mann.
So. Eine Einladung, Tamir befindet sich im Schock. Gut. So, dann gucken wir doch mal. Die nächstgelegene Gelegenheit, irgendwas zu machen, ist hier. Ja, ich werde auch heute wieder vermutlich einen nicht auf Länge fixierten Part machen, sondern einfach jetzt diese sechs Missionen abspulen. Da ist die Flagge. Tut mir leid. Ist auch bescheuert, dass die überhaupt das runterschmeißen, aber egal. Step, 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 stop, step, stop, step, stop, step. Wenn ich immer wieder dasselbe höre, dann weine ich ja schon halber. Okay. Und wer sagt, dass er den Brief liest? Ja, der Okay, ich muss ihn anvisieren. Ja.
Also, Diebstahl. Karte des Zocks. Sie zeigt die nördlichen Dächer leicht Zugang zum zentralen Hof ermöglichen. Okay. Also. Nachforschungen sind beendet. Kehren Sie zur Behörde, Sie möchten, können Sie vorher noch weitere Nachforschungen anstellen. Das ist das, was ich auch vorhabe. Vor allen Dingen, dass ich noch 2 Stück brauche. Was machen wir als nächstes? Noch ein Diebstahl. So, erhöhe ich, glaube ich, meine Synchronsrate. Und ich habe ja vor, so viel wie möglich in dem Spiel zu machen. Eine schlechte Steuerung. So. Okay. Und in welche Richtung gehst du? So, da haben wir wieder einen weiteren Gedächtnisabschnitt erreicht. Oh, das eine wird furchtbar, glaube ich. Diese Informatenherausforderung, vor allen Dingen mit der Steuerung, die ich gerade habe. Dachrennen. Ich denke gerade, da gibt es eine Möglichkeit, da einfach hochzuklettern. So, wo muss ich hin? Ich habe schon wieder so gesagt. Ach, da ist er ja. So. Na gut, ich tippe mal, dass die erste Herausforderung noch möglich ist. 1 Minute. So. Ich hab's verdammt eilig, das ist das Problem.
Da okay. In der Stadthilfe, um bei der Flucht aus dem Schock zu helfen. Ah, ich glaube, ich weiß, was er meint. Ah, das haben wir ja schon erledigt. Eine Befragung. Weil ich glaube, der, sagen wir es mal so, der ist ein bisschen, wie soll ich das sagen, scheinheilig. Der Typ, der hier in der Verwaltung arbeitet. Er ist nicht direkt unser Feind, aber er teilt wohl die Auffassung der meisten anderen. So. Okay. So, das Ziel verfolgen. Nein. Okay. Das war jetzt irgendwie komisch. Ja, ich glaube, die Waffenproduktion zu überwachen. Okay. Dann machen wir jetzt noch eine Belauschung. Na komm. So. Na komm schon. Also mir ist schon aufgefallen, ich muss wohl den Controller-Adapter nach vorne versetzen, weil der Controller verliert ständig den Empfang. Der liegt etwas doof, der Empfänger.
da lang. Und eine weitere Flagge. Ah, das war in mehrerlei Hinsicht jetzt gerade einfach nur blöd von mir. Ich habe versehentlich einen Zivilisten getötet, habe versehentlich den Typ getötet, den ich mir raus habe und wurde gleichzeitig von noch Leuten angegriffen. Ja. So. Na, den da müssen wir belauschen. Eine Bank in der Nähe. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Okay. Okay, gut. Ich weiß halt nicht mehr, was die zwei anderen DNA-Spalten da sind, weil mir fällt jetzt nichts spontan ein, was ich machen kann. Also werden wir jetzt zu unserem Haupttyp gehen. Was ist das? Gelehrte. Ach so, Gelehrte. Besten klettern wir irgendwo aufs Dach, wo es möglich ist. Ich lauf doch, meine Güte, lass mich doch in Ruhe. Ah, da kann ich aufs Dach. Okay. Ich kann das nicht verstehen. Wenn sich jemand wegen Gott umbringt, ist es für mich bescheuert. Oh Gott. Gut, dann auf da rein. So, gib mir die Feder.
Ah, jetzt müssen wir dann nur noch die Dinge erledigen. Gut, Leute, ich würde daher sagen, ich werde an der Stelle einen kleinen Cut setzen und im nächsten Part kümmern wir uns um das Attentat auf Talia. Irgendwie erinnert mich das an diese eine Buchhandelkette. Was soll's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.